Guten Tag, mein Name ist Yannick Pelletier und ich bin ein Schweizer Großmeister. In diesem Video möchte ich Ihnen eine meiner schönsten Partien vorstellen. Das ist mein Sieg gegen Hikaru Nakamura im Europapokal in Skopje 2015. Das war ein Königsinder, also königsindische Variante, und deshalb gehört dieses Video eigentlich zu meiner Serie Crush the King's Indian, also zerstümmern die Königsinder. Und ich glaube, das war ein ziemlich gutes Beispiel, wo Weiß sich durchsetzen konnte. Ich war Weiß und nach meinem D4 habe ich natürlich von Nakamura eher erwartet, dass er aggressiv eingestellt ist, also keine solide Eröffnung, sondern eher etwas wie Königsindisch, was ja auch in dieser Periode auch zu seinen Lieblingseröffnungen gehörte. C4, G6 und wir bekommen ganz bald die klassische Variante hier nach der Rochade, Springer C6, D5, Springer E7 und jetzt mein Lieblingszug B4, der Bajonettangriff, mit der Idee eigentlich so früh wie möglich am Damenflügel anzugreifen mit C5, das wird eben vorbereitet mit B4, dann Springer nach C4, Druck gegen D6 und so weiter. Gegen den Bajonettangriff kann man auf verschiedene Art und Weisen reagieren mit Schwarz und A5 von Nakamura ist ganz klar einer der beiden Hauptfortsetzungen für Schwarz. Das ist eigentlich ein zweischneidiger Zug, dieser A5 hier. Einerseits spielt Schwarz dort, wo er schlechter steht, also am Damenflügel. Normalerweise sollte man eigentlich die Seite, wo man schlechter steht, wo der Gegner angreifen möchte, sollte man nicht anrühren. Hier aber A5 dient natürlich einem ganz speziellen Zweck. Zwar, dass man die weiße Bauernstruktur zerstören möchte, weil A3 hier ist unmöglich wegen A nimmt B4 und die Fesselung hier auf der A-Linie verbietet Weiß A nimmt B4 zurückzuschlagen. Weiß spielt Läufer A3 und B6 ist eine der Möglichkeiten für Schwarz. B nimmt A5 und hier kann man natürlich mit dem Turm zurückschlagen. Und das ist eben das, was ich gemeint habe, indem Schwarz zerstört die Bauernstruktur von Weiß. Es wird jetzt sehr schwierig, C4, C5 durchzusetzen. Aber gut, Weiß hat seine Trümpfe. Er spielt hier Läufer B4, der Turm geht zurück und dann A4. Man möchte A5 ziehen und am Damenflügel eben die Linien aufmachen. Also somit bekommt Weiß auch genug Aktivität. Aber in dieser Partie Nakamura mit Springer H5, das ist eine interessante Möglichkeit. Springer D2, Springer F4. Und die theoretische Fortsetzung war hier vorher Springer B3, was ja auch logisch aussieht. Einerseits deckt man hier A5, also Turm nimmt A5 ist nicht mehr möglich. Und falls B nimmt A5, dann wird Weiß ganz sicher bald C5 spielen können. Trotzdem besitzt Schwarz hier genügend Gegenspiel. Das hat zum Beispiel der israelische Großmeister Ilias Mirin gezeigt in seiner Praxis, ein königsindischer Spezialist. Und ich hatte mich am Anfang der Jahre 2000 fürs Mirin in einigen Turnieren schon vorbereitet und schon diese sehr interessante, sehr attraktive Neuerung vorbereitet. A nimmt B6, das ist ein Figurenopfer. Weiß nimmt einen zweiten Bauern hier auf B6, also Schwarz kann nicht einfach reagieren mit 10 im B6. Er würde dann einen Bauern weniger haben und einen zerstörten Damenflügel. Er muss die Herausforderung annehmen, Turm nimmt A3 und jetzt Springer B5. Das ist die Idee ja vom Figurenopfer, der Turm wird angegriffen, aber auch C7 unter Beschuss. Also Weiß wird eigentlich für die Figur drei Bauern haben. Und vor allem, er wird Schwarz am Damenflügel beschäftigen. Schwarz möchte im Königsindisch eigentlich am Königsflügel angreifen und letztendlich auch matt setzen. Aber indem Weiß bereits jetzt seine Initiative entfaltet am Damenflügel, beschäftigt er seinen Gegner dort, wo er sich nicht verteidigen möchte.
Also das ist natürlich, so objektiv gesehen ist die Stellung natürlich spielbar für Schwarz natürlich, aber psychologisch und vom Charakter der Partie her ist Schwarz nicht unbedingt zufrieden und das ist natürlich sehr wichtig. In diesem Moment überlegte Nakamura über 40 Minuten und er schaffte es nicht, die beste Fortsetzung zu finden. Und eigentlich gibt es hier mehrere interessante Möglichkeiten. Schwarz kann eigentlich zum Beispiel diesen Zug spielen, Turm H3 hier, eigentlich als dem Nu, gibt Schwarz seinen ganzen Turm weg. Turm H3, er nimmt nicht einmal etwas, aber er möchte am Damen am Königsflügel angreifen. Weiß hat mehrere gute Möglichkeiten hier, aber B nimmt C7 ist ganz klar die beste. Dame D7. Weiß kann den Turm nehmen jetzt auf H3, wenn er will und er geht nicht matt, aber die Verteidigung ist gar nicht so einfach eigentlich. Und aus praktischer Sicht ist eigentlich Läufer G4 hier der beste Zug oder der stärkste Zug, denn Schwarz muss nehmen und es kommt zum Damentausch auf G4. Bauer schlägt H3, Springer nimmt H3 Schach, König F2, König G2, Springer F4 Schach, König G3. Und vom materiellen Standpunkt steht Weiß zwar nicht so schlecht, für die zwei Figuren hat er einen Turm, aber auch einige Bauern. Und vor allem dieser Bauer auf C7 ist sehr gefährlich. Der Bauer auf D6 hängt, aber auch der Läufer auf G4. Falls Läufer E2 kann man einfach schlagen auf D6, die Qualität auf F1 weggeben, opfern. Weiß wird mit den Bauern, mit den vielen Freibauern eigentlich die Partie gewinnen. Eine andere Gegenangriffsmöglichkeit für Schwarz besteht in Springer E nimmt D5. Die Idee, dass man Dame G5 sehr schnell ziehen kann, aber das ist nicht so gefährlich. E nimmt D5, falls jetzt Dame G5, G3 einfach. Und wenn stattdessen Turm H3 wieder, dann kann man sofort schlagen mit der Idee Dame G5, Schach, Läufer G4. Oder Läufer nimmt H3. Hier kann man auch Läufer G4 ziehen mit der gleichen Strategie wie früher. Nach Dame G5 gibt es Springer E4. Weiß gibt ein bisschen Material zurück, erzwingt somit den Damentausch, was ja auch den schwarzen Angriff tötet. Und dann gewinnen die weißen Bauern, denn nach dem Damentausch kommt wieder B nimmt C7 mit Gewinnstellung eigentlich für Weiß. Die beste Erwiderung von Schwarz war hier Turm A8. Nach der Partie tauschte ich einige Worte mit Nakamura. Er sagte mir, Turm A8 habe ihm nicht gefallen wegen Springer im C7. Aber hier Turm B8, C5, das war die Idee, Springer C4. Sieht so aus, als hätte Weiß gute Kontrolle. Es kann D6 kommen oder A4, A5, also viele schöne Ideen mit den Bauern. Aber hier kontert Schwarz mit Turm nimmt B6. Springer nimmt B6, Dame nimmt C7, Springer zurück nach C4 und Läufer A6. Schwarz hat wieder zwei Figuren für den Turm, Turm und Bauern eigentlich, aber es ist nicht einfach hier für Weiß seine Initiative zu entfalten, vor allem weil D6 hier nicht funktioniert. Es scheitert an Springer nimmt E2 Schach, Dame nimmt und hier am einfachsten Dame nimmt D6 mit Fesselung hier. Die Dame hängt auch auf E2, also Schwarz steht klar besser. Ich hätte nach Turm A8 genauso wie in der Partie B nimmt C7 gespielt, Dame D7 und A4, aber in diesem Fall steht der Turm wesentlich besser auf A8. Objektiv ist die Stellung im Gleichgewicht, aber ohne Vorbereitung ist es für Schwarz natürlich nicht so einfach zu spielen. In der Partie ging er nach A5 zurück, was ja nach Springer im C7 günstiger ist. Der Turm hängt nicht auf A8, aber ich spiele hier auch B im C7, Dame D7 und A4. Nakamura hatte natürlich früher sehr lange überlegt. Er hatte diese Variante noch weiter gerechnet, sie aber vielleicht nicht richtig eingeschätzt. Und er ging hier konsequent mit Läufer A6 weiter, was objektiv vielleicht nicht der beste Zug ist. Springer B3, Läufer nimmt B5. Er hat richtig verstanden, dass hier Springer nimmt A5 nicht so gut ist. Er könnte zurückgehen, dann hängt
C7 im nächsten Zug und Schwarz steht sehr gut hier. Aber ich habe einfach 10 im B5 gespielt. Er kann nicht richtig weg mit dem Turm, denn es würde B6 folgen und diese zwei Bauern sind einfach zu stark für Weiß. Also er hat genommen auf C7, ich nehme den Turm hier und wahrscheinlich hatte er diese Stellung in Sicht, als er Turm A5 im 14. Zug ausführte. Aber die Einschätzung der Stellung war ihm wahrscheinlich nicht so klar. Und in Tat und Wahrheit steht Weiß besser hier. Es geht nur um ein Tempo, aber so ist es ja auch im Schach. Ein Tempo mehr, ein Tempo weniger kann über das Ergebnis entscheiden. Hier ist es wichtig, dass Schwarz sich gut koordinieren kann und die Freibauern auf A4 und B5 blockieren kann. Das tut er im Moment ziemlich gut mit der Dame und Weiß muss da etwas unternehmen. Aber solange es Druck gibt auf den Läufer auf E2, der nicht besonders aktiv ist, ist das nicht möglich zu erreichen. Also hier habe ich deshalb G3 gespielt. Ich erzwinge, dass der Springer weggeht. Nimmt auf E2, Dame nimmt E2 und hier ein guter Zug von Schwarzläufer H6. Nicht nur nimmt er C1 unter Kontrolle, sodass Turm FC1 nicht möglich ist, aber er verhindert eigentlich die weiße Hauptdrohung. Das wäre Dame E1 gewesen, mit der Idee, die Dame von A5 zu verjagen und dann die Bauern zu entwurzeln. Dann käme hier Läufer D2. Und Dame E1 ist unnützlich, im Gegenteil, es hilft sogar Schwarz dann, Kontrolle über die schwarzen Felder zu bekommen. Deshalb habe ich hier Turm FB1 gespielt auf Läufer H6. Es droht B6 und dann Turm B5 oder Dame B5, wieder mit der Hauptidee, dass die Dame von A5 verjagt wird. Turm B8. Und in diesem Moment habe ich ein bisschen überlegt, bis ich eigentlich den besten Zug sah. Sobald ich den Zug sah, den ich ja auch in der Partie gespielt habe, habe ich verstanden, Weiß muss so spielen und wird besser stehen. Man könnte zuerst versuchen, die Idee von Schwarz zu verhindern. Das ist Läufer D2 wieder mit Läufer C3 oder Läufer B4 und dann, dass der Läufer auf dieser schönen Diagonal landet. Aber Turm A2 irgendwie gefiel mir nicht wegen F5. Und Schwarz erhält ein bisschen Gegenspiel am Königsflügel und der Springer könnte eigentlich den Weg nach D4 finden, was mir nicht so sehr gefällt. Aber nach einer Weile habe ich hier den Zug gesehen, wie eine Erscheinung B6. Weiß gibt einen der beiden Freibauern einfach weg, um den anderen zu befreien. Und Schwarz hat keine Wahl, er muss auf B6 schlagen, sonst kommt wieder Turm B6 oder vielleicht sogar stärker Dame B5. Also Turm neben B6 muss kommen, Abtausch auf B6 und A5. Und dieser Bauer läuft praktisch durch, denn das Feld A6 ist kontrolliert von meiner Dame. Das heißt, der Bauer ist sozusagen garantiert, dass er auf A6 kommt. Im Fall von Dame D4 wollte ich zuerst Turm B1 ziehen. Ein guter Zug, der wahrscheinlich zum klaren Vorteil reicht, aber noch stärker ist hier Dame D1. Mir war noch nicht so klar, nach Dame nimmt E4, A6, Springer C8, denn ich möchte mich nicht vom A-Bauern einfach für den Springer trennen. A7, dann nimmt er hier und Weiß hat zwar die Qualität gewonnen, Qualität mehr, aber für einen Bauern und alle Bauern auf dem Brett sind auf der gleichen Seite, also Königsflügel und Zentrum, das heißt, dass Schwarz einige Hoffnungen hat auf eine gewisse Kontrolle in der Stellung. Sollte der Läufer irgendwann nach C5 kommen, dann wäre das für Schwarz ziemlich in Ordnung. Nach Springer C8 gibt es aber den starken Zug Turm A4, Dame F5 und Turm C4. Und ich werde eigentlich mehr erreichen als einfach eine Qualität. Weiß sollte hier problemlos gewinnen. In der Partie hat er Dame C5 gemacht. A6 wäre gut gewesen, Springer C8 und jetzt Turm B1. Ich hatte aber eine geheime Idee, der Turm kommt da nach B7 und dann gibt es eine geheime Gewinnidee für Weiß. Die hatte ich noch nicht erkannt in dieser Stellung,
aber früher sah ich das und es hätte wichtig sein können. Ich habe hingegen Turm A4 gespielt, das ist auch gut, denn prophylaktisch wird Springer C8 verhindert wegen Turm C4 und der Springer geht verloren. Daher König G7, die Idee des Zuges sehen wir bald. A6, Springer C8. Gut, hier Dame C4 wäre verführerisch, man möchte ja die Damen tauschen, damit dann der A-Bauer weiterläuft, aber Schwarz verfügt über die Ressource Läufer E3. Ganz stark. Und wenn ich schlage, Dame schlägt E3 Schach, König F1 zum Beispiel und hier Springer B6. Schwarz gewinnt die Qualität zurück, dank dieser Gabel. Und dann mein König auf F1 ist ganz schwach, ganz offen, sodass Schwarz genug, wahrscheinlich sogar vielleicht Dauerschach hat. Mein Bauer auf A6 ist hier nicht stark genug. Deshalb habe ich auch Turm C4 gemacht und jetzt sehen wir die Idee von König G7. Der Springer ist noch nicht verloren. Schwarz hat Dame B5. Fesselung hier auf den Turm und ich kann nicht Turm nimmt C8 spielen. Es ist kein Schach auf der 8. Reihe. Ich habe Dame A2 gemacht, entfesselt. Falls Springer A7, Turm C7, Dame B6, Turm B7, Dame C5 und hier kann ich nach E2 zurück. Das ist vielleicht nicht der einzige Gewinnzug, aber ein guter Zug Dame E2, denn diese geheime Idee, die ich früher nicht gesehen hatte, das ist Dame F3. Das ist die Hauptdrohung jetzt. Dame F3 mit Matt auf F7 dann sehr bald. Und wenn Schwarz das verhindert mit Läufer G5 und Läufer F6, plötzlich ist der Läufer nicht mehr auf dieser guten Diagonale. Er ist jetzt passiv und ich kann Dame E3 machen. Wieder Damentausch mit Entwurzelung des Freibauern, des A-Bauern hier. Weiß gewinnt. Er hat Springer B6 stattdessen gemacht. A7 wäre jetzt gewonnen gewesen, aber ich habe darauf verzichtet, weil ich eigentlich nicht zu viel Gegenspieler erlauben mochte. A8 Dame, Springer D2. Und jetzt ja, muss ich ja das Matt hier auf F1 verhindern. Also Dame A6, Dame B4, Dame D3 und Schwarz nimmt auf E4. Er hat zwei Leichtfiguren und einen Bauern für die Dame von Weiß. Und ich hatte irgendwie Angst, dass Schwarz vielleicht eine Art Festung aufbauen kann. Aber gut, der Computer zeigt eigentlich einfach Dame AB1, erzwingt den Damentausch. Und hier stellt sich heraus, dass Schwarz keine Festung erreichen kann. Trotzdem wäre hier der Sieg eine Frage der Zeit und ich wollte eigentlich das ein bisschen schneller machen. Deshalb habe ich auch den, glaube ich, stärkeren Zug Turm C6 gemacht. Springer A4, A7, Dame A5. Hier droht Schach auf E1 mit der Dame. Und dann vielleicht Dame nimmt E4. Vermutlich noch gewonnen für Weiß, aber trotzdem wieder Gegenspiel, was ich nicht erlauben wollte. Deshalb König G2. Wichtig ist jetzt, Schwarz eliminiert meinen so starken, so lästigen Freibauern, aber nach Turm C4 entscheidet Weiß jetzt die Partie mit dieser Fesselung auf den Springer. Die Dame auf A7 hängt. Man kann den Springer nicht mehr retten. Er hat noch einige Züge gespielt, Läufer G5, Dame nimmt A4, Dame B7, Turm B4, Dame C7, Dame C6. Ich mache Fortschritte und erlaube eigentlich nicht, dass die Dame, die schwarze Dame, unter günstigen Umständen ins weiße Lager eindringt. Also hier die besten Züge eigentlich technisch. Dame A7, Dame nimmt D6, Läufer E7 hat er noch gespielt, Dame nimmt E5. Hier hat er aufgegeben, also es sind schon jetzt Qualität und zwei Bauern und F6 scheitert. Gut, man könnte Dame C3 spielen zum Beispiel, aber Dame B8 behält eigentlich die Qualität und die zwei Bauern. Also hier gibt es wirklich keine Gründe mehr, weiter zu spielen. Nach Dame nimmt E5, also hat Nakamura hier aufgegeben. Die sozusagen fast ideale Partie im Bajonettangriff. Das ist wirklich das, was Weiß erreichen will. Überhaupt keinen Angriff am Königsflügel zulassen. Den Gegner am Damenflügel beschäftigen mit Drohungen, mit der Initiative. Auch wenn das manchmal ein bisschen Material kostet. Im Endeffekt haben die beiden Freibauern
die Hauptrolle am Damenflügel gespielt. Vor allem dieser so wichtige Opfer B6 im 23. Zug, um dem anderen Bauern, Freibauern, den Weg zu befreien. So, ich hoffe, dass Ihnen dieses Video gefallen hat. Wenn das der Fall ist, bitte einfach ein Like geben und an meinem Channel sich registrieren. Das wäre ganz nett. Ich sehe Sie ganz sicher bald wieder in einem Video. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald.